Hier nun die Meldungen vom Rosenmontag. Der Verein der Selbstständigen Lauchhammer will die von der Absiedlung in der Wilhelm-Kült-Straße betroffenen Unternehmen unterstützen. Das ist eines der Ergebnisse des Mitgliederstammtisches am vergangenen Donnerstag. Mit einer Petition will sich der Unternehmerverein an das brandenburgische Infrastrukturministerium und den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages wenden. Es soll auf die prekäre Situation der Unternehmen hingewiesen werden. Über ein Jahr nach der Bekanntgabe der Umsiedlung hätten die Unternehmer noch immer keine verbindlichen Informationen. Betroffen sind konkret 4 Unternehmen mit deutlich über 200 Mitarbeitern. Im Klinikum Niederlausitz wurden seit 2008 insgesamt 5 sogenannte Schaltjahrkinder geboren. Die 3 Jungen und 2 Mädchen erblickten an einem 29. Februar das Licht der Welt. Für den kommenden Sonnabend sei noch keine Entbindung geplant, so die leitende Hebamme Kathleen Müller. Sollte vielleicht doch noch die ein oder andere Familie am 29. Februar in Lauchhammer ihr Kind entbinden, wird das Netzwerk Gesunde Kinder das Glückskind beschenken. Als Willkommensgruß gibt es für den Neuankömmling die Windelration für den ersten Lebensmonat. Mit der Natur des Jahres beschäftigt sich die jüngste Ausstellung des Naturschutzbundes in Senftenberg. Eröffnet wurde sie am vergangenen Donnerstag im Umweltbildungszentrum. Präsentiert werden dort Motive des Senftenberger Aquarellmalzirkels. Dessen Mitglieder beschäftigten sich mit Tieren und Pflanzen des Jahres 2020 und brachten sie naturgetreu zu Papier. Zur Natur des Jahres werden jährlich verschiedene Arten und Lebensräume nominiert. Damit soll auf die besondere Gefährdung der Tiere und ihre Lebensräume aufmerksam gemacht werden. Mirko Buhr bleibt Vorsitzender des Vereins Pro Lauchhammer. Die Mitglieder haben ihn am Mittwoch bei der Vorstandswahl einstimmig wiedergewählt. Weiter im Vorstand arbeiten Simone Reinhardt und Karl-Heinz Treitschke. Seit Februar 2018 setzt sich der Verein für ein lebens- und liebenswertes Lauchhammer ein. Unter anderem bei Arbeitseinsätzen in öffentlichen Einrichtungen. Bei der Kommunalwahl 2019 wurde Pro Lauchhammer stärkste Fraktion. Die Wählervereinigung stellt sowohl den Vorsitzenden des Hauptausschusses als auch den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung in Lauchhammer. Zum Sport: Schießen. Am vergangenen Wochenende fanden in Senftenberg die Kreismeisterschaften mit Luftdruckwaffen statt. Von den insgesamt 14 Vereinen haben 4 Vereine aus Lauchhammer, Ruhland und Senftenberg 55 Schützinnen und Schützen ins Rennen geschickt. Gestartet sind sie in den Disziplinen Luftgewehr und Pistole, jeweils freistehend und aufgelegt. Von den insgesamt 28 Titeln holten die Senftenberger Vereine 1425 und 1877 jeweils 13 bzw. 8 Kreismeistertitel. Die Schützengesellschaft Ruhland erlangte 4 Titel und Fortuna Lauchhammer 3. Die genauen Ergebnisse werden demnächst unter www.kreisschützenbund-osl.de veröffentlicht. Und nun noch der Polizeibericht. Unbekannte haben am Wochenende mehrere Scheinwerfer von der Seebrücke in Großregen gestohlen. Bemerkt wurde die Tat am Montagmorgen. Der entstandene Schaden wird mit über 2000 Euro angegeben. Ein umgekippter Baum wurde einem Autofahrer Sonntagabend in der Nähe von Plesser zum Verhängnis. Der 35-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und ambulant behandelt. Die Feuerwehr beseitigte den Baum. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Eine Autofahrerin wurde Samstagnacht in Schipkau gestoppt. Die 19-Jährige war aufgefallen, weil sie gegen 31 ohne Beleuchtung fuhr. Bei einem Alkoholtest kam sie auf 1,62 Promille. Das waren die Meldungen und jetzt geht's weiter mit dem Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Wochenstart bringt uns noch einmal milde Temperaturen. Dienstag steigen die Werte auf bis zu 12 Grad und zum Nachmittag hin nimmt die Regenwahrscheinlichkeit ab. Mittwoch liegen die Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad und es sind Schauer möglich. Donnerstag wird es noch kühler, bei 0 bis 6 Grad und wir müssen mit Niederschlägen rechnen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Energie.